Ich und mein Vater haben uns dazu entschieden, weitere Gemüsebeete anzulegen. Das hier ist jetzt die ganze Ackerwindenwurzel, die wir nicht im Beet haben wollen. Wuchert natürlich alles zu, nur ein kleines Stück von der Wurzel und eine neue Ranke entsteht. Und ja, das möchten wir jetzt nicht unbedingt im Beet haben. Und ich zeige euch auch in dem Video einfach mal, wo wir wieder umgegraben haben und welche Pflanzen ich wieder reingesetzt habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich habe mich jetzt wieder, wie immer, hier auf die Terrasse zurückgezogen und erzähle euch ein bisschen, was wir wieder alles getan haben und welchen Hintergrund natürlich das alles hatte. Und der Umgrabespaß, der hat, ja, den haben wir weitergemacht, weil wir einfach die Beete wieder vorbereiten möchten. Auch neue Gemüsebeete haben wir angelegt. Also zunächst haben wir dann doch die andere Seite auch umgegraben. Und eigentlich wollte ich ja den Buchweizen da stehen lassen als Gründüngung und natürlich auch für die Bienen, der blüht schön. Aber mein Vater wollte da etwas reinpflanzen. Knoblauch kann man jetzt schon wunderbar stecken. Das haben wir jetzt auch gemacht Mitte September und Oktober. Beim Knoblauchstecken muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die Knoblauchzehen oben, also einfach ja richtig rum reinstecken. Also die Spitze muss nach oben zeigen, weil die natürlich nach oben wachsen. Knoblauch habe ich ja die Sorten, die ich dieses Jahr hatte. Also die eine Sorte ist von meiner Tante aus Kaliningrad. Die ist so weiß-lila. Und dann habe ich noch eine deutsche Sorte hier von meinem Freund, der auch einen Bauerngarten hat. Ist eine weiße Sorte. Die habe ich beide gesteckt. Es waren insgesamt 4 Knollen. Ungefähr waren es jetzt, ich würde mal so schätzen, 12... so an die 30 bis 40 Stecklinge, würde ich sagen, von 4 Knollen. Da waren doch bei einer Knolle sehr viel dran. Also innen ganz kleine Knöllchen. Ich werde dann auch noch ein paar Zwiebelsamen testweise und auch die Bulbillen von den Knoblauch, also die Knoblauchsamen, werde ich auch noch reinsetzen, einfach als Experiment, um zu schauen, wie die sich entwickeln. Haben wir einfach als Mischkulturpartner zum jetzigen Eichblattsalat reingesetzt, also so ein Herbstsalat oder so ein später Sommersalat, für mich auch überwiegend, weil ich den halt sehr gerne esse. Und den haben wir da auch reingesetzt und auch in der Mitte, da wo der Lavendel steht oder gestanden ist, und die Rose, da habe ich Blütenzwiebel letztes Jahr reingesetzt. Da wollte mein Vater jetzt auch mal endlich umgraben, weil es ihn einfach gestört hat, dass der Lavendel so wuchert, die Rose ihm mehr oder weniger nur Pflege bedeutet und er davon nichts hat, sage ich mal. Und da wollte er das einfach mal raus haben, umgraben und da auch jetzt mehr oder weniger ja, Gemüsebeeten anlegen. Die Erde ist nicht schlecht, ist eigentlich recht gut, muss ich schon sagen. Wir haben ja einen starken Lehmboden und der bessert sich jedes Jahr auf. Da haben wir auch schon sehr viel Bokashi, Grasschnitt und alles mit eingearbeitet. Machen wir jetzt auch. Keine Sorge, wenn ihr jetzt meint, weil ich in den Videosequenzen noch keinen Grasschnitt oder Mulch oben drauf gelegt habe. Ich lasse erstmal den Salat anwachsen ein bisschen und dann mulche ich alles, damit der Salat erstens nicht schimmelt gleich am Anfang und wenn er dann doch was aufgefressen wird oder sowas, dann kann ich dann nochmal nachsetzen und muss den Mulch vielleicht nicht ganz wegmachen und alles. Und das ist halt Grasschnitt, nicht so dick, sonst fängt es an zu schimmeln. Das ist auch natürlich sehr wichtig. Fördert auch wieder das Bodenleben und ich habe auch wieder Bokashi mit eingearbeitet, falls manche Leute sagen, ah, umgraben ist ja schon schlimm, das stört ja das Bodenlebenwesen oder das Bodenleben. Und das Nordic-Verfahren ist besser. Meine Erfahrungen haben halt gezeigt, wenn der Boden nicht locker ist, dann kann auch der Boden voll Mikroorganismen oder sowas sein. Da ist halt kein Sauerstoff. Da wird es so oder so keine Mikroorganismen oder Regenwürmer geben. Auch wenn ich hatte unten auf meinem Feld, habe ich das Nordic-Verfahren angewendet. Da war zum Teil an manchen Flächen, hatte ich halt
nicht gute Erde oder keinen guten Kompost in der Menge, die ich haben wollte. Karton hatte ich, aber das Beikraut kommt da trotzdem durch. Und weil die Erde dann doch nicht an manchen Stellen nicht ganz so gut war, brocklig und lehmig, ist die Pflanze trotzdem da. Tomaten habe ich halt da drauf gepflanzt und die waren halt auch nicht gut. Deswegen ist es halt auch wichtig, aufzulockern. Und wenn ihr wirklich ins Neubaugebiet habt, der Boden ist richtig verdichtet, da muss man auch wirklich in die Re zur Realität kommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wirklich Karton anzuschaffen in größeren Mengen auch für euren Garten, wenn ihr jetzt einen größeren Garten habt und die Menge an Kompost, könnt ihr das gerne machen. Aber wenn das jetzt jeder machen würde, ist halt dann auch irgendwo die Grenze. Und da ist halt dann wirklich das Umgraben das Einfachste, weil man dann natürlich, die meisten gehen zur Kompoststelle oder so mit dem Diesel, mit dem Anhänger und holen sich dann natürlich den Kompost. Kann aber nicht jeder machen. Oder ist halt sehr aufwendig. Das ist halt das Umgraben wirklich die einfachste Methode, um einfach den Boden wirklich gut aufzulockern, damit die Boden gut durchwurzeln können, gut anwachsen. Und das ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn man den Boden danach sehr gut pflegt mit ja, Kompost, Bokashi, Grasschnitt, alles Organische weiter mit einarbeitet. Da macht es vielleicht 1, 2, 3 Jahre nach meiner Erfahrung aus. Also das ist wirklich nicht schlimm. Und ja, sonst möchten wir noch weiter umgraben. Da wo der Kartoffelturm war, werden wir wahrscheinlich auch Phacelia aussehen, weil ja mein Vater nächstes Jahr auch wieder Kartoffeln reinsetzen möchte wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Aber Phacelia ist eine super Gründüngungspflanze, die durchwurzelt schön, ist super was für die Bienen und ist sehr kälteresistent und kältebeständig, muss ich sagen. Also die ist schon mal mir im März wild aufgegangen. Also da ist sie schon aufgekeimt und hat dann schon im Mai, glaube ich, das Blühen oder noch früher das Blühen angefangen. Also es ist wirklich eine wunderbare Pflanze, kann man wirklich auch super als Gründünger nehmen. Beim Umgraben haben wir dann auch noch festgestellt, dass wir hier sehr viel Ackerwinde haben, also die ganzen Wurzeln, wie ihr auch in der Einleitung oder im Einspieler sehen konntet. Das ist unbeschreiblich, wie viel Ackerwinde da einfach ist. Das tun wir jetzt, die Wurzeln trocknen lassen, das ist sehr wichtig, damit keine neuen, ja, damit einfach die Ackerwinde nicht nochmal neu anfängt auszutreiben, weil da bereicht wirklich nur ein kleines Wurzelstück. Und ja, da ist man mit dem Umgraben auch ziemlich gut beschäftigt. Aber wie gesagt, das ist sehr meditativ. Ich und mein Vater kommen uns so ein bisschen näher. Es macht Spaß auch. Er bringt mir da sehr viel bei. Und ja, das ist halt auch für mich so ein positiver Aspekt. Ein schöner körperlicher Ausgleich. Ist halt ein Unterschied, finde ich, als eine Fräse, die halt laut ist. Weil man ist mehr oder weniger nicht ganz so bei sich im Vergleich zu beim Umgraben, dass man mehr bei sich genießt, auch die Ruhe manchmal auch, die Vögel und kann man sich auch vielleicht mit den Menschen, die einem helfen, auch näher kennenlernen und besser unterhalten. Und dann ist man natürlich auch ausgelaugt und das, der eigene Macho oder das Ego oder irgendwie sowas ist dann meistens im Hintergrund gerückt, weil natürlich durch die körperliche Anstrengung das Denken nach unten geschalten wird. Man ist einfach ausgelastet, erschöpft und dann möchte man halt nicht irgendwelche komischen Sprüche ablassen oder irgendwie so. Und ja, da ist halt das Umgraben wirklich gut. Das Gleiche gilt natürlich auch mit der Hand zu sensen, den Rasen anstelle vom Rasenmäher. Und ja, das sind weitere Aussaaten, die ich jetzt hier im Herbst getätigt habe. Weitere Gartenarbeiten, die ich im Herbst mache, folgt natürlich noch weiterhin, weil das Gartenjahr ist eigentlich mehr oder weniger neben dem Sommer die große Ernte, die Vorbereitung, die Nachbereitung im Herbst und natürlich auch im Frühjahr ist so ziemlich das Wichtigste, um wieder eine erfolgreiche Ernte fürs nächste Jahr zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, freut mich immer wieder. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Ich lese immer sehr gerne von Leuten, ja, die einfach die Videos gerne schauen auch und sich auch darüber freuen. Gerne können den Kanal Freunden und Bekannten empfehlen und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, nicht auf der Videobeschreibung
und natürlich auf meiner Webseite, damit ich einfach weiterhin für euch diese Videos machen kann und natürlich das Permakulturprojekt einfach weiter gedeihen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren und angenehmen Tag. Die nächste Woche soll wunderbar sonnig und warm sein. Also Mitte September und bei uns soll es 30 Grad sein. Das ist ein Traum. Und hier noch Melonenkompost ohne Ende. Bei der Melonen-Challenge könnt ihr euch wirklich auf etwas freuen. Also ich habe heute eine weiße Melone essen dürfen. Und da sind noch viel mehr Sorten. Also sehr viele Sorten. Ich glaube, die Kategorie mit den meisten Sorten wird wahrscheinlich ich sein, weil ich habe über 15 bis 20 Sorten, denke ich mal. Muss ich noch mal so ein bisschen aufzählen, weil ich da so immer so ein bisschen abgefilmt habe. Aber das sind wirklich gute Sequenzen. Aber so, jetzt ist schon das Video ein bisschen viel zu lange wieder mal. Und wir sehen uns einfach in dem nächsten Video.